Repainting zur Straßenmalerei bin ich gekommen. Ich bin in Geldern, das ist am linken Niederrhein. Ich bin in Strahlen aufgewachsen und in der Nachbarschaft in Geldern zur Schule gegangen. Und da findet seit gefühlter Ewigkeit schon, ist also der zweitälteste Straßenmalerwettbewerb. Und da habe ich dann nach den Sommerferien die fertigen Werke der Künstler gesehen und habe gedacht, boah, willst du auch probieren? Und habe mit 16 Jahren dort das erste Mal teilgenommen. Ich benutze eine 3D-Technik. Original heißt die Anamorphose, will und kann keiner sagen. Deswegen 3D. Das ist so, dass ich eine Technik benutze, die vom bestimmten Punkt betrachtet eine Illusion hervorruft. So dass jetzt in dem Fall es aussieht, als wenn ich einen 100 Meter tiefen Wasserfall habe. Die Farben sind jetzt hier in dem Fall Wandfarben. Ich sage in dem Fall, weil ich jetzt gerade versuche, was nicht ganz leicht ist, muss ich zugeben, der erste Testlauf letzte Woche in Kopenhagen ist leider daneben gegangen. Ich möchte Farben benutzen, die nicht aus Plastik bestehen. Aber heutzutage besteht alles aus Plastik und der Wechsel ist nicht ganz so einfach. Deswegen muss ich hier nochmal Plastik einsetzen, aber ich versuche es einfach weiter, weil die Farben, die ich da benutze, die sind... Da wurde Jahrhunderte, ich glaube, die Pyramiden wurden sogar damit gestrichen, aber die sind nicht ganz zuverlässig und nicht ganz so einfach zu handeln. Da muss ich noch mehr Erfahrung sammeln. Aber hier in dem Fall ist es noch klassische Wandfarbe. Also Inspiration hole ich mir in der Natur. Die ist bei uns in Bad Ems zuhauf gegeben. Da kann man in jede Richtung 2 Stunden fast laufen. Und viel aber auch durch naturwissenschaftliche Bücher. Da bin ich also sehr stark unterwegs. Also ich hole mir eher im wissenschaftlichen als im spirituellen Bereich die Inspiration zu meinen Bildern. Die sind also eher wissenschaftlich fundiert als spirituell. Im Zuge der Wochen der Demokratie hier in Koblenz. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, woran liegt es eigentlich? Warum hapert es manchmal mit der Demokratie? Und ich denke, es ist ein Hauptgrund daran, dass im Menschen angelegt ist, gut und böse. Und dass man da irgendwie, wollte ich darauf hinweisen, durch dieses Archaische mit dem Knochen, für mich als erste Waffe des Menschen, die er wahrscheinlich eingesetzt hat, darauf hinweisen, dass wir immer gegen das Tier in uns ankämpfen müssen. Und auch immer versuchen müssen, uns selbst zu beobachten, was mache ich überhaupt gerade da? Und nicht einfach spontan zu reagieren. Das machen Tiere, die reagieren instinktiv, aus dem Bauch raus, situationsbedingt. Und der Mensch hat halt die Fähigkeit. Wir haben ein Gehirn, wir haben einen Verstand und den sollten wir einsetzen. Und anderen Mitmenschen etwas empathischer entgegentreten und mit mehr Toleranz. Das ist so die Message, die ich hier verbreiten möchte.